Seid gegrüßt und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind erwacht wegen dem wütenden Matrosen. Der Matrose bemerkte, dass du erwacht bist und er nahm seine Hände von deinem Hals weg. Verdammt nochmal, er erwachte. Was machst du? Nimm die Poten weg. Dachten du, ich würde dir das verzeihen? Ich sehe, dass du nicht loslässt. Gut, erledigen wir das, bevor wir in Halligrad ankommen. Wir haben schon das Ufer erreicht, aber du wirst kein Land sehen. Verrecke, du fühlst, dass du etwas mehr Erholung gebrauchen könntest, aber du hast keine Wahl. Du musst kämpfen. Aha, er also schon wieder, ja? Jeder Angriff verbraucht eine für die jeweilige Fähigkeit entsprechende Anzahl von Ressourcen, der Ausdauer und oder der Mana. Beachte, ob du genügend von ihnen hast. Wenn nicht, wird nur das entnommen, was dir geblieben ist. Aber ein Angriff kommt nicht zustande. Du wirst dann auf den Beinen wanken. Die eine Runde generiert sich 5% deiner Ausdauer und 5% der Mana. Wenn du einen längeren Kampf befürchtest oder wenn deine Ressourcen sich erschöpfen, ist es besser, die Anzahl der Angriffe pro Runde zu verringern. Okay. Okay, 0, 0. Dadurch hast du zusätzliche Aktionspunkte zur Verfügung. Entscheide, ob du sie nutzen möchtest, um deine Verteidigung zu stärken oder um die Trefflichkeit deiner Angriffe zu steigern. Wenn du das machst, klicke die Uhr an. So. Dank deiner geringen Anzahl von Angriffen hast du weniger Ressourcen verbraucht und die zusätzlichen Aktionspunkte verstärkt sind andere Aspekte des Kampfes. Denk jedoch daran, je mehr Runden, desto mehr Chancen hat der Gegner, um dich zu treffen. Manchmal bedeutet weniger mehr, aber noch... Achso, aber nicht immer. Bei der Entwicklung des Charakters denk an die Ressourcen, um lange genug kämpfen zu können. Wenn du es aber bevorzugst, die Punkte für andere Statistiken zu bestimmen, dann erwäge deine dauernde Verringerung der Anzahl von Angriffen in deiner Taktik. Ja, okay. Oh, die haben gesessen. Hier, komm, Ende. Zack. Matrose guckt auf den Turm an. Letztendlich hat er es sich in Schwierigkeiten gebracht. Ich handelte Notwehr. Er wollte mich beim Schlafen erwürgen. Ja, ich habe alles gesehen. Dieser Idiot hat es sich bei jedem verspielt. Mach dir über ihn keine Sorgen. Viel Erfolg in Halligrad. Jo, danke. Ah ja. Wütender Matrose, jetzt ist das ein toter Matrose. ja, du tust mir nicht mal einmal leid. So, gut, alles klar. Raus hier aus dem Schiff. Halligrad in Sicht, die Boote sind bereit. Na dann los, runter vom Schiff. In diesem Fall lebe wohl runter von dem Kahn hier. Okay. Ach, das sind jetzt andere Spieler. Ja, cool. Die laufen jetzt hier quasi mit rum. Ah ja. Der Bruno. Willkommen in Halligrad, Taerna. Respektiere unsere Rechte, verhalte dich anständig und gehe den Leuten nicht auf den Sack. Dann wird alles gut. Na gut, ich habe es gar nicht erst vor. Dann kein Problem. Na los, Bewegung. Ja gut. Oh, der einzige Taerna, den ich mit Namen kenne, ist
Darkognal. Im Übrigen kennt jeder in Trentos diesen Namen. Warum? Ist das jemand Wichtiges? Erzähl mir mehr davon. Dass ich Leuten nicht auf den Sack gehen soll. Ja, also gut. Ab in die Stadt. Ich habe keine Zeit für solche Gespräche. Sagt mir, wo dieser Gnall zu finden ist. Wirtshaus in Trentos. Geh jetzt aus den Augen. Ja, gut, alles klar. Okay, jetzt haben wir nochmal einen Kompass. Ja. Ah, okay, das ist jetzt die Karte. Ja, gut. Okay. Alles klar. Gut, hier laufen die ganzen anderen Spieler herum. Stadtmöglichkeit entsprechend. Wir haben noch ein Level up. Wir können jetzt hier unsere Klasse noch die Sachen erweitern. Oder jetzt 4 Punkte oder nicht? So, der Preis kostet dann 2. Ja, okay. Okay, jetzt müssen wir den Kompass entsprechend folgen. Ne, jetzt die Taverne. Wir sind hier, wir müssen dann da durch, okay. Quasi Map-Areal-Wechsel. Ja, das sind nur so, ja, nebensächliche Dinge jetzt hier. Ein Trinker liegt hier schon. Können wir jetzt ja nicht weit entfernt sein. Ein goldenen Schwein. Halt, hast du eine Einladung? Eine Einladung wofür? Er sieht dich durchdringend an. Zu Herrn Gnalls Geburtstagsfeier. Eintritt nur für Eingeladene. Das war ein Wirtshaus. Jeder darf rein. Nicht heute. Ich muss mit Darko Gnall sprechen. Ohne Einladung kommst du nicht rein. Und wie kann ich eine bekommen? Wenn du das nicht weißt, dann darfst du nicht rein. Nun gut, dann suche ich einen anderen Weg, Draco Gnall zu erreichen. Halt, warum hat man dich nicht reingelassen? Ich habe keine Einladung zu Draco Gnalls Geburtstagsfeier. Seufzt entmutigt seine anfängliche Entschlossenheit lässt nach. Was für eine Frechheit mitten in einer Stadt des Imperiums und noch direkt am Rathaus. Ich habe doch nichts gemacht. Es geht nicht um dich. Gemäß dem Erlass, der während der Herrschaft vom Imperator Harold dem Rostigen herausgegeben wurde, darf jedes Wirtshaus, das das Recht hat, innerhalb der Stadtmauer Handel zu treiben, niemanden Obdach verweigern. Es sei denn, die Person ist krank, steht unter dem Einfluss von Magie, ist wahnsinnig oder kein Mensch. Also sollten sie mich reinlassen?
Das sollten sie. Ich weiß nicht, was mit diesem stinkenden Trentis ist, aber ich habe nicht mal Lust, für die Durchsetzung alligatischer Rechte zu kämpfen. Ich bin erst seit kurzer Zeit in der Stadt und ihr habt hier wirklich schlechte Luft. Ein Taerne? Richtig. Willkommen, Halligard. Tut mir leid, dass du es von der schlechtesten Seite kennenlernst. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Hast du auch ein Anliegen an Gnal? Nein, nicht an ihn. An den Wirt. Ich bringe ihm immer Strafzettel dafür, dass er die Gassen zuqualmt. Und das Funken auf die Hütten fliegen. Der Wirt zahlt ohne jeglichen Kommentar, aber er repariert seinen Schornstein nicht. Immer zu. Tut mir leid, das zu hören, aber ich muss gehen, einen anderen Weg zu Gnal finden. Warte. Bei dem bloßen Gedanken an das Gespräch mit dem Wirt bekomme ich Magengeschwüre. Du bringst ihm eine Mahnung, lass ihn das Geld der Wache geben, ich schicke sie mit dir. Es ist schön, dass du mir so schnell vertraut hast, aber was springt dabei für mich raus? Du kommst zu Darko Gnal, so wie du es willst. In Ordnung, ich übernehme diese unangenehme Aufgabe für dich. Auf seinem Gesicht ist eine deutliche Erleichterung zu sehen, eine Sorge weniger. Du gehst durch Meretspub, Enners und Olte gehen mit dir, treiben das Bußgeld ein und bringen es zu dem Rathaus. Okay. Raus. Schon gut, schon gut. Hä? Nee, ich kann doch jetzt hier durch. Okay. Muss ich jetzt anders herum hier oder wie? Hier. Freudenhaus. Aha. Olte, Enners, Jungs, ihr seid wie immer in Form. Ihr seid zu solch gut aussehenden Burschen herangewachsen. Sie schaut sie mit übertriebener Bewunderung an. So, sorry Leute. Aber ich habe schlechte Nachrichten für euch. Carla und Gudrun sind heute nicht verfügbar. Ja, tut mir sehr leid. Merit, wir. Die sind unten, Herr Gnal. Hat die beiden für den ganzen Tag bestellt. Ihr müsst ein anderes Mal wiederkommen, oder? Die Frau überlegt. Oder ich sage den Wächtern, dass sie euch reinlassen sollen. Wir kennen uns nicht seit gestern. Ich müsste euch mal was gönnen. Olte, pst, Olte, dieser Tyana ist hier. Die Frau wendet dir ihren Blick zu. Sie kneift ihre Augen zu und versucht dich zu erkennen. Und dich kenne ich nicht, mein Freund. Du musst ein anderes Mal wiederkommen. Er ist mit uns. Wir würden gerne die Gelegenheit nutzen, runterzugehen. Die Frau wurde ernst und verstummte für einen Moment. In Ordnung, aber keine Dummheiten. Darko wird mir den Kopf abreißen, wenn ihr etwas anstellt. Du, sag wenigstens deinen Namen und woher du Olte und Enners kennst. Ich bin Aurel Jorik. Sie haben mich wegen einer Kleinigkeit eingesperrt, aber wir haben uns schnell geeinigt. Ah ja. Aha. So wachsam sind sie im Dienst. Na, wer hätte das gedacht? Nun geht jetzt. Ich habe hier einen Moment Ruhe. So kann ich ein paar Dinge nachholen. Amüsiert euch. Die Wachen tauschen Blicken aus und zeigen auf die Treppe, die zum Wirtshaus führt. Du nickst, ohne ein Wort zu sagen. Ah. Uras, vielen Dank für all die schönen Beine. Na, dann hier mit ihm hier sprechen. Was? Was soll das bedeuten? Was ist diese Belästigung, Olte, Enners?
Was ist mit ihm? Oldmerk sagte, wir sollten auf ihn aufpassen. Was bist du denn für einer? Ich bin auch Heliorik. Ich bin aus Thalia gekommen. Ich muss dringend mit ihnen sprechen. Boah, was mache ich denn jetzt für eine Antwort? Hier. Du zeigst das Dokument von Oldenberg. Er sieht euch mit gespielter Bewunderung an. Ihr seid ein mutiger Haufen, so ein schöner Tag und ihr müsst euch mit so ernsten Dingen beschäftigen. Nun auch, Heliorik, gib mir das Bußgeld und ich werde es sofort mit Dreht klären. Du gibst Derek ein Zeichen, dass er die Wachen loswerden soll. Ich kann nicht, Herr Gnarl. Ich muss mein Versprechen gegenüber Oldmerk einlösen und es dem Koch bringen. Zu den Wachen. Jungs, eure Mädels haben schon nach euch gefragt. Carla, Gudrun, kommt her. Herr Gnarl, wir sind geschäftlich hier. Toll, sie auch. Mädels, kümmert euch um die Jungs. Wir wollen wirklich nicht. Er senkt sich dem. Nehmt was gegeben wird, das geht aufs Haus. Du schweigst. Jetzt können wir reden. Was hat es auf sich mit diesem Bußgeld? Dreht Oldmerk hat mich mit diesem Bußgeld um einen Gefallen gebeten. Also habe ich zugestimmt mit dem Gedanken, dass ich zuerst zu Ihnen komme. Sehr gut. Wer weiß, was ihm dann in den Sinn gekommen wäre. Gib den Strafzettel her, ich kümmere mich darum. Du gibst das Dokument an Gnarl. Dreht, schön, dass du an meinem Geburtstag vorbeischaust. Was gibt's? Der Wirt muss endlich anfangen, das halligardische Gesetz zu befolgen und das Bußgeld bezahlen. Hier ist der Betrag. Natürlich. Das Gesetz hat Vorrang. Hier ist das Geld und jetzt lade ich sie zum Fest ein. Danke, auf Wiedersehen. Du schweigst. Danke für die Warnung, Frau Oldmerk. Es schien ziemlich verärgert zu sein und Torres weiß, was er hätte machen können. Sie haben ihn gekonnt beruhigt. Man muss wissen, wie man mit dem Ratshausleuten spricht. Wir sind ein lustiger Haufen in gewissem Sinne. Alles Gute. Nee, Quatsch, alles gut. Nicht mehr wichtig. Stell dich lieber vor und erzähl, wie du hier zu meinem Geburtstag herausgefunden hast. Mein Name ist Aurel Jorik und ich bin gerade aus Thalia angekommen. Darko verstummt und sieht dich eine längere Weile an. Aus Thalia? Direkt aus Taern? Darko senkt seine Stimme. Rede schnell über das Los, das die Stadt getroffen hat. Leistet sie noch Widerstand? Wenn Thalia fällt, fällt ganz Taern. Das letzte, was ich sah, waren Urtora, die an das Fort eindrangen. Er nickt schweigend. Es ist vollbracht. Obwohl ich mein halbes Leben in Halligard verbracht habe, ist Taern stets in meinem Herzen. Liesel, bring den Gulasch und einen Krug Wein. Zu dir, du musst wohl hungrig und erschöpft sein. Du erinnerst dich an die Suppe mit den Würmern. Ich bin froh, etwas Normales zu essen, aber ich brauche Hilfe, viel mehr als das Essen. Helfe dir bei allen Angelegenheiten, die Taern betreffen. Du senkst die Stimme. Ich muss Desmond finden. Ich habe Nachrichten für ihn aus Thalia. Du bist die Stimme aus einer toten Stadt. Desmond ist nicht leicht zu finden, aber ich weiß, wo man jemanden von seiner Vereinigung treffen kann. Ich bin ganz Ohr. Östlich von Trentis, direkt an den Mauern, befindet sich ein Hof. In einer dieser Hütten treiben sich einige der unseren herum. Schau dort nach. Danke. Okay, dann können wir jetzt hier raus. Liegt da so auf dem Tisch. Okay. Liegt auch noch einer rum. Naja, gut. Das ist der erste hier. Heißt ihr den gnädigsten in unsere Gaststube willkommen? Möchtet ihr etwas trinken, etwas speisen? Kann ich dir helfen? Man kann jetzt ja auch noch so passiv dann leveln, wahrscheinlich, ne? Okay. Geht zur Hütte.
Hier unten wahrscheinlich noch weiter runter. Ach, die ist ja ganz unten. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Wahrscheinlich hier oben raus, ne? Oben. Oben heraus. Hier durch das Tor. Manche Gegner greifen sofort an, wenn du ihnen dich näherst. Davor warnt dich eine 1 oder so. Über die Reichweite ihres Angriffs informiert dich der Cursor. Du kannst auch den Modus aggressiv auswählen, dann greifst du direkt mit einem Rechtsklick auf das Team an. Die Icons einiger Teams sind zusätzlich hervorgehoben. Hund, okay. Ja. Geht zur Hütte. Hier, Hütte an den Mauern. Okay. Adi, ist der da? Jo, der von der Fresse her nicht einer von uns und hat diese Zettel bei sich. Einer oder keiner von uns, schaff ihn her. Egal was kommt, verdienen werden wir was. Na los. Du stürzt dich in den Kampf, lasst mich in Ruhe, ich rate euch gut. Die Banditen schauen sich gegenseitig an, lachen dreckig und greifen dich an. Ja. Halt, beginn! So, hier. Beide sind solche Nahkämpfer. Das war hier so ein Schrei. Das ist jetzt echt alles ausgewichen. Scherge. Sauna. Gehe voll auf den Schergen erst. Der kriegt jetzt hier noch ein. Ja, so. Oh. Abgelaufen die Zeit. Ach, jetzt habe ich hier nur. Ich habe hier. Okay. Ja, gleich Matsche. Sollten uns mal heilen, ne? Haben wir uns jetzt gehalten? Nee. Wieso hatten wir keine Ausdauer? Noob-Glück. Als Opfer musst du folgendes dalassen. 4 Erfahrung, 1 Gold. Aufgrund deiner. Ah ja. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Ja, aber. Stellst du Flaschen. Aha, ich weiß, was unser Fehler war, ne? Wir haben nicht gerastet. Wir hatten nicht gerastet. Das war der Fehler. Aber wir sind noch sehr schwierig schlecht ausgerüstet, ne? Naja, gut.
sind jetzt wieder hier. Kann man denn nicht so ein schöneres Schwert oder so? Hier ist ein Händler, Verkäufer. Okay. Kleidung, Rüstung. Ausdauer plus 5. Gold. Okay. Ich würde aber gerne, glaube ich, auch eine hier Leinenhemd der Macht und das Noviziats. Was haben wir denn überhaupt hier an? Wir haben ein Leinenhemd, das ganz normale. Oh, jetzt sind wir rausgegangen. Mal hier Level 5. Okay, für die ordentlicheren Dinge brauchen wir ein viel höheres Level. Schmuckverkäufer. Gibt es denn hier noch so einen Händler Waffenschmied oder so, dass wir mehr auszahlen? Nee, irgendwie nicht, ne? Schmuckverkäufer. Hier ist eine Quest. Krankenhaus. Hier sind irgendwie auch Quests. Okay. Gehen wir mal jetzt nochmal dahin. Machen den Kampf. Jetzt sind wir immerhin ausgeruht. Vielleicht klappt das ja jetzt. Das sieht doch schon viel, viel besser so aus. So, ich will jetzt hier mehr reinlegen in die Angriffe. Ah, sehr schön. Mal hier einen schönen Kampfschrei. So, das hat auf jeden Fall jetzt besser geklappt. Kommen nochmal die guten Angriffe. Zack, weg. Ist doch gewonnen. Sehr schön. Taschen durchsuchen. Noch was. Okay, Teiltränke hat er. Iska, willkommen zurück. Er sieht sich die Leichen von den Gaunern an und schüttelt missbilligend den Kopf. Ich sagte, wir brauchen mehr Gold für jemanden, der ernst ist. Sie haben dich unterschätzt. Sie haben dich unterschätzt. So. Ich erkenne dich wieder. Wir haben uns auf dem Schiff unterhalten. Ja, schon damals habe ich gesehen, wie belastend deine Berufung, Dienst, Dummheit ist. Ich habe dir damals nur gut geraten und jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, dich von Taern zu befreien. Viel mehr hast du versucht, mich vom Leben zu befreien. Du zeigst auf die toten Ganoven. Nicht unbedingt. Du konntest ihnen Todars Befehle übergeben und dich von der Leiche
von der Leiche befreien, von der Last befreien, zu der unser Land geworden ist. Du hast dich für Gewalt entschieden, es muss dir also Spaß machen. Taern wird für immer in mir sein. Okay. Gleich wird alles vorbei sein. Gib die Papiere her, dann kommst vielleicht heil aus der Sache raus. Ich hatte noch ein wenig Verständnis für dich, bis ich dich mit diesem Utora gesehen habe. Du bist ein Verräter und musst sterben. Du stürzt dich auf Iskar und auf den Utora. Ah ja, okay. Nö, wir rennen jetzt hier nicht von dem Kampf weg, ne? Machen ihn jetzt platt. So, erstmal auf den Utora. Da bist du nochmal kassiert. Aua. Aha. Da sind Verstärkung gekommen. Mal erstmal hier heilen. Ja, genau. Die haben sie fertig gemacht. Ach, Desmond. Guck mal, da haben wir ihn sogar schon gefunden. Da ist er ja. Du kämpfst nicht schlecht, aber du brauchst noch etwas Übung. Wer seid ihr? Ich bin Desmond und das ist Kadri. Willkommen in Haligard. Desmond, Befehle von Todar. Du schaust nach den Dokumenten. Die sind hier. Ha, wir haben es in letzter Minute geschafft. Aurel Jorik, du hast einen großen Dienst für ganz Taern geleistet. Als einziger hast du uns Todars Befehle überbracht. Gab es denn noch andere? Natürlich, glaubst du, wir würden eine so wichtige Mission einer einzigen Person anvertrauen? Nun eher nicht. Durchdacht. Aber nur du hast es geschafft. Du kannst stolz auf dich sein. Jorik Aurelius ist stolz auf sich. Juhu! So, Mann, du hast es geschafft. Sie sieht dich mit aufrichtiger Bewunderung an. Für Taern. Für Taern, ruh dich jetzt aus. Erkunde dann die Gegend und wenn du soweit bist, treffen wir uns in der Hütte hinter den Mauern zwischen dem Dorf und der Stadt. Hier, das ist ein Teil von Iskars Geld. Du hast es verdient und sie wirft dir einen freundlichen, aber leichten kritischen Blick zu. Du kannst es gebrauchen. Danke. Ich weiß selbst nicht, was ich davon halten soll. Du bist wohl traurig, dass es andere mit derselben Aufgabe gab. Aurel Jorik, dein Erfolg ist umso größer, weil die anderen gescheitert sind. Sie stießen auf Leute wie Iskar und das utorische Gold nahm ihnen den Verstand. Aber das bedeutet, dass Utor sich diese Befehle unter den Nagel gerissen hat. Ja, aber sie werden nichts davon verstehen. Sie sind verschlüsselt und die Tinte, die die Garde verwendet, verschwindet nach einiger Zeit. Das Wichtigste ist, dass ich die Dokumente habe. Und jetzt wissen wir, was wir als nächstes tun müssen, um Taern zurückzugewinnen. Ah, jetzt verstehe ich alles. Mir gefällt deine Wissbegierde. Geh in die Stadt und nutze das verdiente Gold gut. Besuche Händler oder einen Schmied. Kauf etwas Besseres als das, was du jetzt trägst. Taern verlangt uns viel ab. Nachdem du dich frisch gemacht hast, komm zur Hütte außerhalb der Stadtmauern. Wir haben eine Menge zu tun. Das mache ich. Wir sehen uns. Oh, 400 Gold. Nun gut. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich freue mich sehr darauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Habt Dank, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius.